Ich verstehe einfach nicht, wieso du dir das von meinem Bruder gefallen lässt. Der Kerl verspielt das Haus, das dir gehört, und du sagst mir, ich soll mich deswegen nicht so aufregen. Mama, wann siehst du endlich ein, dass er dich schon wieder ausgenutzt hat? Cruz, er hatte doch nur ein bisschen Pech. Nein, das hatte er nicht, Mama. Du siehst zu, wie er in der Gegend rumzieht und dein Geld verjubelt. Und lässt dir auch noch gefallen, wie er einfach abhaut, ohne sich zu entschuldigen. Er hatte bloß etwas Pech. Das hat er doch nicht absichtlich getan. Ich werde das wohl nie verstehen. Du nimmst ihn in Schutz, obwohl du wissen müsstest, wie er ist. Weil ich ihn genauso wie dich liebe. Weil er auch mein Sohn ist, Cruz. Du bist sehr ungerecht, Zurek. Das warst du schon immer. Um Himmels Willen, er ist doch dein Bruder. Mama, weiß er eigentlich, dass du das Haus verloren hast? Ja, das weiß er. Ich sagte doch, er hat sich sehr aufgeregt. Wirklich? Wie anständig von ihm. Mama, weißt du eigentlich, Cruz, wo er steckt? Ich wollte ihn anrufen, als ich erfuhr, dass mir das Haus nicht mehr gehört und ich ausziehen sollte. Und? Aber er hatte die Stadt schon verlassen. Fein, genau. Aber er ist doch nicht runtergetaucht. Er hatte etwas Geschäftliches zu erledigen. Das glaubst du doch selbst nicht. Rick und seine Geschäfte. Nichts mehr. Kleine... Ich will nichts mehr hören, Basta. Es tut mir leid, aber ich finde, dass er... Na gut, aber es ändert nichts daran, dass dir eins klar sein sollte. Er tut etwas, das ganz und gar nicht in Ordnung ist. Hast du Rückenschmerzen? Ja. Das kommt davon, dass du auf meiner Couch geschlafen hast. Da wollte ich ursprünglich auch nicht die Nacht verbringen. Du hättest mich wecken sollen, als du gekommen bist. Es ist schon 4 Uhr gewesen. Aber dann hätten wir da weitergemacht, wo wir leider aufhören mussten, weil du angepiept wurdest. Ich war zu erledigt. Ich wusste ja auch nicht, dass du auf mich warten wolltest. Tja, ich dachte gestern, bevor ich eingeschlafen bin, du kommst vielleicht auf Zehenspitzen herein und weckst mich mit einem Kuss und lädst mich in dein Zimmer ein. Ich habe sogar geträumt, dass ich von dir verführt werde. Nun, ich glaube, dieser Traum muss nicht groß interpretiert werden. Ich wünschte, ich hätte diesen Traum irgendwie filmen können. Du warst wundervoll. Naja, das überrascht mich nicht. Ich bin immer toll, wenn es drauf ankommt. Das möchte ich genauer wissen. Ging es heute Abend? Findest du es nicht auch seltsam, dass diese Party zu Ehren eines Toten stattfindet? Wieso? Dieser Grund ist so gut wie jeder andere, um eine Party zu schmeißen. Wie ich sehe, geht es voran. Kann ich dir behilflich sein? Halt mal kurz. Ich kann jede Hilfe brauchen. Nein, nicht das hier. Mom, entschuldige, kommst du mal kurz her? Natürlich, was soll ich denn machen? Kannst du die Leiter halten? Nein, die Lichterkette. Sei vorsichtig. Pass auf, der Stecker. Findest du das hier richtig? Es ist eine wundervolle Idee. Mhm. Mason würde es gefallen. Ja. So, jetzt brauche ich nur noch ein Verlängerungskabel. Fertig? Ja. Sag uns, wenn wir noch helfen können. Vielen Dank, vielleicht nachher. Geht nur nicht so weit weg. Nein, wir wollen dir doch helfen. Ich hole mir nur schnell eine Jacke aus dem Wagen. Vergiss nicht, wieder zurückzukommen. Ich komme zurück, keine Sorge. Oh, fantastisch. Da sind das reicht, um die Party in Schwung zu bringen. Das hoffe ich doch. Toll, du bist mir eine große Hilfe, wirklich. Das habe ich doch gern gemacht, keine Ursache. Richtig. Könntest du mir einen Gefallen tun und schon die Bar vorbereiten? Ich muss noch was erledigen. Wo gehst du denn hin? Tja, ich will Kelly kurz anrufen und sie an die Party erinnern. Vielleicht hat sie die Nachricht nicht da. Ja, gut. Alles klar? Ja. Zu erschrecken. Ich tue Ihnen nichts, keine Angst. Ich bin hier, weil ich Ihnen helfen will. Ich bin eine Freundin von Mason. Wer Sie sind. Sie sind Sarah. Sie waren mit Mason befreundet. Ich wollte...
Ich wollte ihn heiraten. Ich war seine Verlobte. Ich habe ihn geliebt. Und er fehlt mir so sehr. Ich möchte nur herausfinden, was hier mit ihm wirklich passiert ist. Und mir über die Umstände seines Todes Klarheit verschaffen. Ich brauche Ihre Hilfe. Die Zeichensprache? Aus der Schule. Ich kenne sie aus der Schule. Bitte. Bitte helfen Sie mir. Mason hat mir gesagt... Da kommt jemand. Sarah, bitte verraten Sie mich nicht. Das hab ich gemacht. Das magst du doch am liebsten. Ich weiß, dass das sehr schwer für dich ist. Es tut mir leid. Hast du alles? Kann ich noch was tun? Hast du es hier bequem? Es wird nicht mehr sehr lange dauern. Das verspreche ich dir. Wieso hat er sie hier unten eingesperrt und hält sie wie eine Gefangene? Schon gut, ich gehe. Bitte, regen Sie sich doch nicht so auf, Schwester. Ich komme zurück. Ja. Komm schon, diese Party wirst du nicht vergessen. Das Ganze findet direkt am Meer statt. Du kannst schwimmen, mit mir tanzen, dem Wind in den Palmen lauschen. Sag ja. Ich kann nicht. Nein, warte. Ich lass dich erst gehen, wenn du ja sagst. Ich habe keine Zeit. Jetzt lass mich bitte durch. Und wieso? Muss ich einen Grund haben? Wenn das heißt, dass du mich versetzt, selbstverständlich. Also wieso? Vielleicht habe ich ja schon etwas anderes vor, Scott. Etwas anderes? Hast du schon eine andere Einladung? Oh, nein, ich möchte heute Abend meinen Bruder besuchen und bei der Gelegenheit würde ich gerne an der Abendandacht teilnehmen. Ich habe das bis jetzt nämlich noch nie gemacht. Ist das alles? Was meinst du mit ist das alles? Ich will nur damit sagen, das kannst du auch an jedem anderen Abend noch machen. Ah, dann ist der Strand also nur heute Abend geöffnet. Nein, Unsinn. Doch heute ist eine der tollsten Strandpartys hier in der Gegend. Sonst hat Mason sie gegeben. Das soll heute so etwas wie eine Erinnerung an ihn sein, eine Gedenkparty. Versteh doch. Und hör zu, bestimmt gefällt es dir. Du liegst im warmen Sand und du siehst tausende von Sternen am Nachthimmel leuchten. Und im Meer spiegelt sich der Vollmond und es weht ein leichter Wind. Das wäre sehr romantisch. Genau davor habe ich etwas Angst. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Hast du wirklich davor Angst? Du scheinst nie aufzugeben, oder? Nein, tue ich nicht. Das ist eine meiner besonderen Stärken. Also, wie sieht es aus? Ich denke, vielleicht solltest du mit mir zur Abendandacht fahren. Da werden wir unsere Seelen reinigen und ich glaube, dir als alten Zyniker schadet so etwas sicher nicht. Na gut, in Ordnung doch. Dann machen wir ein Geschäft. Was für eins? Ich gehe nur in die Kirche, wenn du danach mit zur Strandparty kommst. Einverstanden? Das ist doch fair. Ja, das ist fair. Sie schaffen es doch immer wieder, Dr. Clark. Wusste ich's doch. Wir sehen uns heute Abend. Mama, entschuldige bitte, aber wann hat Rick jemals ein Versprechen gehalten? Mein Junge... Du darfst doch nicht so wütend sein. Ich kann nicht anders. Du warst schon immer so hart zu deinem Bruder. Das solltest du nicht. Ist dir nach all den Jahren denn nicht klar, dass er nur den Wunsch hat, so wie du zu sein? Und dir nachzueifern ist eine ziemlich harte Nuss. Mama, er... Er versucht noch seinen Weg zu finden. Wir müssen mit ihm viel Geduld haben. Du hast mit ihm eine Engelsgeduld. Gut, als Mutter kannst du die vielleicht aufbringen, aber ich kann es nicht. Sieh mal, Junge, alles, was ich sage, ist, dass es doch nur menschlich ist, immer wieder Fehler zu machen. Das sollten wir lieber nicht vertiefen. Lass uns jetzt über
deine Zukunft reden. Glücklicherweise konnte ich etwas Geld sparen und ich finde, wir sollten versuchen. Ich möchte dir eine Wohnung besorgen und ich meine hier bei uns, in Santa Barbara. Danke, doch du musst das nicht. Ich bin ja nicht mit dir. Nein, nein, das möchte ich gern. Ich will, dass du in meiner Nähe bist. Dann kann ich leichter für dich sorgen. Ich möchte, dass so etwas nie mehr passiert. Ich habe den wunderbarsten Sohn der Welt. Ich danke dir. Ach, Mama. Ich habe dich sehr lieb, mein Junge. Ich freue mich, dass du hier bist. Weißt du, ich habe dich auch sehr lieb. Also möchtest du nach Santa Barbara ziehen? Ich wäre wirklich gern bei dir in der Nähe. In Ordnung. Dann geht das klar. Morgen suche ich dir eine Wohnung. Sehr schön. Aber jetzt denk nur nicht, dass ich das Rick so einfach durchgehen lassen werde. Er wird sich noch wundern, denn so geht das nicht weiter. Er muss lernen, dass er wie jeder andere Mensch die Verantwortung für seine Taten zu tragen hat. Achtung, entschuldige bitte. Macht nichts. Hey, nicht schlapp machen, reicht dir schon? Ich mach nicht schlapp. Ich brauche bloß eine kleine Pause. Wenn du so weitermachst, werden wir nie fertig. Oh, du Sklaventreiberin. Die Arbeitseinteilung bringt den Erfolg. Ich mache nichts anderes. Ich teile nur die Zeit richtig ein. Was du nicht sagst. Wenn du dieses Tempo beibehältst, werde ich am Ende alle Kisten allein hereingeschleppt haben. Und dazu habe ich keine Lust. Also, wenn du damit hart andeuten möchtest, dass ich nur versuche, mich vor der Arbeit zu drücken und dich alles nein, allein... Nein, 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 ganz und gar nicht. Du hast ja recht. Es ist schrecklich, mit anzusehen, wie so ein dünnes Hemd wie du unter der Last der Bücherkisten zusammenbricht. Vielleicht solltest du mal anfangen, ein bisschen zu trainieren. Na gut, zugegeben, ich kann mit deiner Form nicht mithalten. Du warst vermutlich schon immer in besserer Form als ich und so wird das auch immer bleiben. Sogar sie ist fitter als ich. Wieso hilfst du uns nicht ein bisschen? Du siehst doch, sie scheint mit etwas Wichtigerem beschäftigt zu sein. Ja, dann will ich sie mal stören. Hey, hallo, hallo, eine dringende Durchsage, hier gibt es Arbeit, wir brauchen etwas Hilfe. Draußen warten noch ein paar Kisten, also los. Ich mache eine kurze Pause. Das ist eine tolle Idee. Nein, das ist keine tolle Idee. Soll ich alles allein schleppen? Sei bitte fair. In Ordnung, Mingli, du hast bloß eine Kiste nach oben gebracht und das war die mit der Aufschrift Kissen. Du hast kein Wunder, dass ich die vergeblich gesucht habe, die wollte ich. Werde ich hier danach beurteilt, wie viel Umzugskisten ich hochtrage? Ja, so machen wir das hier in Amerika. Zeig mir, wie viele Kisten du trägst und ich sage dir, wer du bist. Auf geht's. Das ist ein lausiges System. Tja, und Faulheit ist eine noch lausigere Eigenschaft. Oh. Ganz besonders, wenn man so jung ist. Das kann ja heiter werden. Sehr lange wird das nicht gut gehen, die und ich unter einem Dach. Kann schon sein, das sehe ich genauso. Deswegen sollten wir gleich ein paar grundsätzliche Dinge klären. Hey, bitte. Bitte keinen Streit. Lass das bitte sein. Ich will hier keinen Krach haben. Ist das klar? Ich habe gesagt, Schluss jetzt. In Ordnung? So, und jetzt wirst du dich in Bewegung setzen. Oder ich lasse dich heute nicht zur Party gehen, Kleine. Zu welcher Party? Tja, da hört sie natürlich hin. Heute findet eine Strandparty bei den Capwells statt. Dein Freund Ted wird sie veranstalten. Ted? Ja. Heute? Wieso sagt mir keiner was davon? Wir hatten einfach zu viel zu tun. Also, entweder kommt ihr beide jetzt langsam in die Gänge oder ihr geht heute Abend nicht zur Party. Hast du verstanden, was du zu tun hast, Faulpelz? Klar doch. Ich bring gleich zwei Kisten auf einmal hoch. Siehst du, das Zauberwort funktioniert immer noch. Party. Ja, du kennst dich in der Kinderpsychologie ja ausgezeichnet aus. Ja, nicht wahr? Aber mit Erwachsenen gehe ich auch ganz gut um. Ah ja? Weißt du, was ich jetzt gerne hätte? Na, küss mich. Das konnte ich mir doch denken. Ich bin ja kein kleines Kind. Wirst du hier glücklich werden? Ich werde bei dir sein. Das ist sehr schön. Wir werden zusammen aufwachen und zusammen einschlafen. Und lange zusammen duschen. Hier ist eine Dusche. Ja, ja, da ist eine. Klingt sehr verführerisch. Probieren wir sie doch einfach aus. Na, was meinst du? Hey, ich muss dir was zeigen. Komm mit. Seht ihr das da hinten an? Tolle Sache, was? Das ist Rincon, da hängen immer die ganzen Surfer rum. Oh, ich liebe Surfer. Übrigens, das war die letzte Kiste, wir sind fertig. Das war's also? Ja, ich habe sie eben reingetragen. Ist sie nicht eine großartige Hilfe? Kann ich jetzt runter zum Strand gehen und sehen, ob ich Ted helfen kann? Weißt du, wir sollten anfangen auszupacken. Es ist einiges bitte. Zu tun. So viel ist das auch nicht. Das schaffen wir bestimmt auch ohne sie. Wir sollten sie gehen lassen. Ja, du hast ganz recht. Ja.
Ich dachte schon, dass ich euch damit einen Gefallen tue. Ich gehe dann. Viel Spaß. Endlich allein. Hör zu. Wir sollten sie nicht verwöhnen, nur damit wir unsere Ruhe haben. Ja, sicher, das ist richtig. Und ich denke, wir sollten darüber... darüber reden. Das denke ich auch. Jetzt gleich oder später. Nachher, das kann warten. Du scheinst wirklich sehr viel Freude an deinem Sohn zu haben, nicht wahr? Ja, natürlich. Ist ein tolles Gefühl, ihm zuzusehen und zu raten, was er denkt oder fühlt oder träumt. Zuerst, da dachte ich, dass ich bloß sentimental reagierte, als ich hörte, dass er mein Sohn ist. Das kann ich verstehen. Es ist eine unglaubliche Erfahrung, mitzuerleben, wie er langsam die Welt zu entdecken versucht. Es verändert meine Sicht und dadurch wird auch für mich alles ganz neu. So ging es mir damals auch. Da sind tausend Sachen, die ich mit ihm unternehmen möchte. Und neulich, da habe ich ihm eine Geschichte von Guillermos erzählt. Aber der Kleine, der hat sich bloß dabei gelangweilt. Er kommt ganz nach dir, mein Sohn. Was soll das bedeuten? Er kommt ganz nach mir. Soll das etwa heißen, dass er uns Schwierigkeiten macht? Nein, nein, natürlich nicht. Du hast mir nie irgendwelche Schwierigkeiten gemacht. Cruz, was ist mit Eden? Wie kommt sie damit klar? Was hält sie davon? Weißt du, ich denke, sie braucht einige Zeit. Das ist ein bisschen viel für sie. Sie muss das erst alles verkraften. Es war ein ziemlicher Schock für sie. Das war es ganz gewiss. Es ist für mich auch einer gewesen. Ja, das weiß ich. Wir schaffen das schon. Ich bin sicher, dass ihr es schaffen werdet. Du bist immer ein wunderbarer Sohn gewesen. Da ist es doch klar, dass du auch ein wunderbarer Vater sein wirst. Du bist ein Schatz. Du bist ein Schatz. Das Schulgebäude könnte hier an dieser Stelle stehen. Ich finde Ihren Vorschlag ausgezeichnet. Eine Schule für behinderte Kinder. Und ich glaube, an dieser Stelle ist genau der richtige Ort dafür. Die Lage ist ideal, doch wie soll das finanziert werden? Dazu müssen wir nur die Zustimmung von Monsignore O'Hara einholen. Und ich denke, dass Sie das Ganze beschleunigen können. Sie haben doch sicher einen großen Einfluss auf ihn, nicht wahr? Das werden wir ja sehen. Sobald er aus Afrika zurück ist, werde ich mit ihm sprechen. Monsignore O'Hara kommt demnächst zurück, soweit ich weiß. Ich spreche mit ihm. Gut. Ja, bitte? Heather! Hallo. Ich habe dich heute Abend nicht erwartet. Ich habe dir doch versprochen, dass ich mal zur Abendandacht komme. Ich habe einen Freund mitgebracht. Ich hoffe, das macht nichts. Nein, nein, natürlich nicht. Selbstverständlich ist uns jeder willkommen. Dr. Scott Clark, mein Bruder Michael. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits, Dr. Clark, darf ich vorstellen, das ist Schwester Rebecca. War sehr nett, Sie kennenzulernen. Ich komme später wieder, Pate. Bleiben, Schwester. Auf Wiedersehen. Rebecca. Sie ist erst seit kurzem bei uns. Ich mochte sie gleich sehr. Wir arbeiten an einem Projekt, das dich interessiert. Jetzt sag bloß nicht, ihr baut hier ein Basketballfeld. Nein, nein. Wir sammeln für den Wiederaufbau unserer Kirche. Und da hatte sie einen Einfall. Sie hat uns den Vorschlag gemacht, den Bau einer Schule für behinderte Kinder gleich mit einzuplanen. Das kostet sehr viel. Also geben wir in der Stadt ein großes Essen und sammeln bei Wohltätigkeitsveranstaltungen. Das hört sich großartig an. Was denn? Sind Sie Basketballfan, Pate? Michael, bitte. Ja, das bin ich. Oh, hast du eine Ahnung? Wenn es nach meinem Bruder gehen würde, dann wäre Basketball ein Sakrament. Und das finde ich toll. Sind Sie ein Fan der Lakers? Nein, selbst und das schon immer. In diesem Jahr sind sie allerdings etwas schwach auf der Brust. Naja, die waren zwar mal an der Spitze, aber deren Zeit ist doch vorbei. Klar, dass sie das gerne hätten. Keine Chance. Nächstes Jahr gewinnen sie. Keine Frage. Sales, keine Frage. Das werden wir ja sehen. Warten wir es ab. Ja, was machen Sie beruflich? Sind Sie Sportler? Ich bin Chirurg. Sie scherzen. Nein. Mein herzliches Beileid. Das kann sich ja auch noch mal ändern. Was soll denn das bitte bedeuten? Ich nehme an, das heißt, dass meine Schwester sie mag. Und fertig. Toll, dass du wieder da bist. Du hast uns ziemlich gefehlt. Selbstverständlich habe ich dir gefehlt. Was denn sonst? Er muss noch viel mehr von dem Zeug rein. Hey, das kann ja keiner trinken. Wer ist der? Damit darf man nicht geizen, sonst schmeckt's nicht. Spezialrezept von meinem Bruder Mace. Von deinem Bruder? Ja, von ihm habe ich alles über Cocktails gelernt. Er mixte die besten Margaritas in der ganzen Gegend. Was soll denn jetzt noch rein? Ist denn wieder heute Abend auch Ja. Ja, im Geist. Ja. Es sieht so aus, als hätten Sie viel Spaß in dieser Runde. Darf ich Ihnen Gesellschaft leisten? Naja, sicher. Klar dürfen Sie das.
Sie wird ja immerhin Masons Mutter. Das ist Pamela Conrad und das hier sind ein paar Freundinnen von mir. Das ist Cindy und das ist Candy. Cindy und Candy? Ist das nicht süß? Wahrscheinlich werde ich sie andauernd miteinander verwechseln. Wieso? Das ist Candy. Das ist ganz leicht. Ups. Sind Sie die Mutter von dem Margarita-Mann? Ich verstehe die Frage. Nichts von Bedeutung. Wir sollten uns lassen. Wollt ihr nicht ein bisschen tanzen? Ich hab Lust, also los. Komm, wir gehen tanzen. Prost. Prost. Hey, es ist wirklich ganz toll mit euch beiden. Danke. Wow. Was dagegen, wenn ich mit euch... Starker Sound, was? Hey. Hey, Ted. Na, wie geht's dir? Toll. Und du bist auch toll. Wer ist die? Gefällt dir die Party? Ja, großartig, wie du das aufgezogen hast. Weißt du was? Die Party erinnert wirklich an Mason, das finde ich schön. Ted sagt, dass das Masons Rezept für Margarita ist. Tatsächlich? Da müssen wir uns zurückhalten. Ich weiß noch, wie er mir irgendwann gesagt hat, erst mit viel Tequila würde aus einem Haus ein Heim. Das ist typisch Mason. Nette Party. Ja, es ist eine sehr gelungene Party. Ich hatte zuerst einige Bedenken, aber inzwischen bin ich sehr stolz auf Ted, wie er das gemacht hat. Ich bin auf all unsere Kinder stolz. Auf Mason. Auf Mason. Wahrscheinlich hätte Mason die Party sehr gefallen. Ja, garantiert, da kannst du sicher sein. Er war es übrigens, der die sagenhaften Capwood-Strandpartys kreiert hat. Er war da? Ja, mit 17 hat er die erste veranstaltet. Die 100 Leute waren hier. So hat es begonnen. Im Jahr danach sind 22 Gäste verhaftet worden, Tatsache. Ja, stimmt, das werde ich nie vergessen. Und in mir lebt die Tradition weiter. Scheint so. Hey, du solltest dich aber nicht verpflichtet fühlen, da weiterzumachen, wo Mason aufgehört hat. Wie meinst du das denn? Ich denke nicht, dass er es gut finden würde, dass du anfängst, so viel zu trinken, wie er es getan hat. Komm schon, das ist eine Party. Ja. Ich verlange ja nicht, dass du überhaupt nichts trinkst, sondern nur, dass du dich zurückhältst. Ich pass schon auf. Oh, das ist aber eine Überraschung. Ja, wirklich. Schön, Sie wiederzusehen. Guten Tag. Wann sind Sie denn angekommen? Heute erst. Sie hätten uns benachrichtigen sollen. Ich habe mich ziemlich kurzfristig. Wie lange bleiben Sie hier? Eine ganze Weile. Morgen fangen wir an, uns nach einer Wohnung für Sie umzusehen. Sie kommen zu uns nach Santa Barbara? Das ist ja wunderbar. Ich habe da einige hübsche Apartments in Isla Vista. Bestimmt findet sich da etwas für Sie. Ich danke Ihnen vielmals, Sissi. Das ist wirklich sehr freundlich. Selbstverständlich. Habt ihr schon etwas von Ihnen gehört? Sie hat sehr viel zu tun. Da erwarte ich nicht, dass sie so bald anruft. Hey, ihr könnt anfangen, wir sind da. Hallo, du kennst meinen Mann, Mann. Entschuldigt bitte, ich muss ihn euch kurz entführen. Du erlaubst doch, Andrea, weißt du? Das will ich sehen. Der Spinner. Also ernsthaft, wie steht's im Büro? Hast du sie schon mal gesehen? Ich finde, dass es ohne dich mehr wirkt. Die Leute kommen und wollen deine Hilfe. Sie erwarten natürlich, dass du ihre Fälle übernimmst. Sie sind enttäuscht, wenn du nicht da bist, aber ich versuche das zu... Weißt du, der Kleine nimmt mich im Augenblick sehr in Anspruch, aber ich verspreche dir, ich komme morgen kurz ins Büro. Ich muss jemanden ausfindig machen, der vermisst wird. Und wen? Meinen kleinen Bruder. Das wird ganz sicher. Weißt du was? Ich bin noch nie in meinem Leben auf einer richtigen großen Strandparty gewesen. Herrlich, das ist heute Abend wirklich das erste Mal. Das ist doch ein Witz. Ach nein. Was? Das kann ich einfach nicht glauben. Hast du die ganze Zeit in der Mond gelebt? Jetzt übertreib nicht so. Moment, du bist niemals im Autokino gewesen. Und heute bist du zum ersten Mal auf einer Strandparty. Du musst dir eine fürchterliche Kindheit gehabt haben. Ich hatte eine fürchterlich schöne Kindheit, Dr. Clark. Und was ist an einer Strandparty so Besonderes? Ich finde, man gibt sich viel ausgelassener als üblich. Hier am Strand verliert man irgendwann alle Hemmungen. Die Stimmung lädt dazu ein. Könnte es sein, dass du das mit dem Karneval verwechselst? Moment bitte, also tu einfach, was ich sage. Stell dich ganz locker hin. Schließ deine Augen. Na, mach schon. So, und jetzt hol tief Luft. Na, und was riechst du? Hot Dogs. Nein, keine Hot Dogs. Nochmal, also los, schließ deine Augen. Sag jetzt bloß nicht Hamburger.
Gut, dann lass es auf dich richtig einwirken. Spürst du irgendetwas? Was soll ich denn spüren? Einen kleinen Hinweis. Die Magie dieser Nacht. Die Romantik. Gott Amor flüstert den Liebenden ins Ohr, sie sollen sich umarmen. Das hat Amor dir wohl auch gesagt. Und er hat mir gesagt, dass es Zeit wird, dass du endlich versuchst, deine Hemmungen loszuwerden und lockerer zu sein. Oh, aber vielleicht geht das nicht so schnell. Richt ihm doch bitte aus, dass ich mich ohne meine Hemmungen nackt fühle. Ich verstehe nicht, wieso. Du musst nur lernen, entspannter zu sein. Du selbst hast mir das neulich gesagt. Das ist ein ärztlicher Rat. Oh, gut, Herr Doktor, ich versuche es. Ich möchte Ihnen sagen, wie leid mir das tut. Das war für uns alle ein schwerer Schlag. Ich finde es eine gute Idee, mit dieser Party an Ihren Bruder zu erinnern. Das ist Teds Idee gewesen. Es ist wahrscheinlich seine Art, damit fertig zu werden. Entschuldigt, da bist du ja. Wir haben uns schon gefragt, was du machst. Amüsierst du dich? Ja, ich war noch nie auf so einer tollen Party. Und jetzt beginne ich auch zu verstehen, was es heißt, in Kalifornien zu leben. Gut. Wo hast du denn Schuld gelassen? Es wird sich ja kühlen. Ja. Nein, mir wird nicht kühl. Früher oder später aber doch. So ein Unsinn. Bei den tollen Jungs hier auf gar keinen Fall. Entschuldig mich. Ruth, ein bisschen was zu knabbern? Nein, danke, Mama. Junge, musst du so ein trauriges Gesicht ziehen? Weißt du, sie fehlt mir. Das ist furchtbar. Das verstehe ich. Irgendwie habe ich keine so richtige Lust zu feiern, wenn sie nicht da ist. Sie kommt ja bald nach Hause. Ja. Willst du spazieren? Ja, gern. Ja, nicht schlecht. Ted hat das ganz gut hingekriegt, hm? Ja, die Party kommt sehr gut an. So ein Pech, ich habe gar nichts mehr zu trinken. Ich hole uns noch was. Soll ich dir eine Margarita mitbringen? Nein, nein, diese Dinge sind Killer. Ja, das sind sie, ich weiß. Hallo. Hallo. Nein, ehrlich. Du siehst heute Abend wunderschön aus. Danke, TJ. TJ. Wir treffen uns lieber in 5 Minuten am Strand, einverstanden? Guten Abend. Amüsierst du dich? Ich möchte, dass ihr aufhört, mich zu fragen, ob ich mich amüsiere oder wie ich mich fühle. Es geht mir ausgezeichnet. Ich hätte dich fragen sollen, dass sie das sagen würde, wusste ich. Ich finde, aber... Es tut mir sehr leid. Entschuldige, Daddy. Ich wollte nicht unhöflich sein. Und, Schon gut. Keine Erklärungen. Darf ich dich um einen Tanz bitten oder gibst du mir einen Kopf? Selbstverständlich darfst du das. Schatz, du weißt, dass du mir nichts erzählen musst. Aber wenn du irgendeinen Rat... Daddy, das weiß ich. Ich komme schon wieder. Du siehst heute entzückend aus. Die anderen können da nicht mithalten. Daddy, entschuldige, ich brauche jetzt etwas Ruhe. Ich gehe kurz zum Strand, in Ordnung? Ja, natürlich. Wir sehen uns. Vielen Dank für den Tanz. Es war trotzdem schön. Also, ich möchte Ihnen sagen, dass ich ziemlich gut nachempfinden kann, wie es Ihnen zurzeit geht. Und ich kann nachvollziehen, was Sie seit Masons Tod durchmachen müssen. Tun Sie das? Ja, natürlich. Das ist ein entsetzlicher Verlust für uns alle. Ja. Aber Sie schieben das offenbar beiseite und lassen alles weiterlaufen, als wäre nichts geschehen. Ich versuche nur, Ihnen mein Beileid auszudrücken. Warum werden Sie gleich wieder so aggressiv? Na gut. Vielleicht sollten Sie lieber nicht zu viel trinken. Inzwischen wissen Sie ja anscheinend schon gar nicht mehr, was Sie reden. Verschwinden Sie. Übrigens, weil Sie gerade davon reden. Ich dachte, dass Sie längst auf dem Weg nach England sein würden. So war das doch vereinbart. Ja, dachten Sie das? Ich würde schnell abreisen. Cici hat Ihnen eine Menge gezahlt. Er wird wütend, wenn Sie es nicht... Ich habe gesagt, ich gehe nur, wenn Jeffrey mitkommt. Damit habe ich mich einverstanden erklärt. Das war meine Bedingung. Jeffrey wird sich von Ihnen nicht einwickeln lassen. Er geht nicht mit Ihnen nach England. Nein. Das garantiere ich. Also, dann werde ich auch nicht gehen. Herrlich. Das heißt ja, wir zwei werden uns bestimmt noch sehr oft begegnen. Wird das ein Spaß?
Hallo. Hallo. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Ich muss gleich wieder zu den anderen zurück. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ja. Die Sterne sind heute sehr gut zu sehen. Ja. Hör zu, Kelly, ich kann sowas nicht. Ich kann nicht bloß so rumstehen und versuchen, irgendwelchen Smalltalk mit dir zu machen. Wieso, TJ? Was ist denn? Es macht mich verrückt, dir nah zu sein und dich nicht im Arm zu halten. TJ. Geh jetzt nicht weg, hör mir zu. Immer wenn ich dich sehe, habe ich den Wunsch, mit dir zu schlafen. Nicht, sag es nicht. Kelly, bitte, ich empfinde mehr TJ für dich, als du ahnst. Mehr als für irgendjemand anderen. Das hat nur Zukunft, wenn du mich auch liebst. Nur so haben wir eine Chance. Oh Gott. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Ich bin völlig durcheinander und ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Es hat angefangen, als ich das Baby verloren habe. Ich weiß nur, dass ich jetzt Ruhe brauche. Na schön, das kann ich gut verstehen. Du sollst nur wissen, dass ich auf dich warten werde, egal wie lange es dauert. Nein, du verstehst gar nichts. Ich habe einen Mann und ich will ihn nicht so einfach aufgeben, weil ich ihn geliebt habe. Und wer weiß, vielleicht tue ich das noch immer. Hast du verstanden? Ja. Also was sollen wir machen? Was schlägst du vor? Ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Keine Ahnung. Ich will auf keinen Fall, dass du auf mich wartest. Es ist mir egal, was passiert. Ich werde warten. Jetzt sag mir nur, wie wir uns in der Zwischenzeit verhalten sollen. Ich verhalte mich genauso wie bisher. Ich werde dir keinesfalls Hoffnung machen. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, egal was du oder ich empfinden, es spielt keine Rolle. Eins werden wir allerdings nicht tun. Uns in nächster Zeit wiedersehen. Ist das klar? Daddy, es wird Zeit, dass wir auch mal tanzen. Schön. Warum nicht? Hey, geh nicht zu weit weg. Ja, vielleicht solltest du zusehen, wie wir tanzen. Ich zeig dir, wie es geht. Nein, warte, ich werde führen. Hallo. Hallo. Es ist ganz erstaunlich, wie nahe sich die beiden inzwischen gekommen sind. Man könnte fast glauben, sie kennen sich schon seit vielen Jahren. Tja, Ming Li scheint sich sehr schnell heimisch zu fühlen. Da kennt sie nichts. Was meinst du damit? Nichts Besonderes. Es klang etwas scharf. Ach ja. Und voll auf die Nase. Darf ich? Bitte sehr. Viel Spaß. Na? Du scheinst dich gut amüsiert zu haben. Ja. Ja. Du bist doch wohl nicht sauer. Sie ist sicher eine ausgezeichnete Tänzerin. Ja, wirklich. Ich wüsste gern, wo sie es gelernt hat. Willst du mich da hinschicken, damit ich so wie sie tanzen kann? Oh nein, sei bitte nicht eifersüchtig. Du tanzt großartig. Komm her. Und nun zeigst du mir, wie du tanzen kannst. Jetzt wird schon ganz heiß. Achtung. Und. Ich finde, so kann das nicht weitergehen. Ach, ich kann das einfach nicht mehr ertragen. Ich habe eine Idee. Lass uns verreisen, nur ein paar Wochen, damit wir die Sache wieder in Ordnung bringen können. Kelly, was hältst du von Monterey? Wir machen Ferien. Das wäre doch ein guter Vorschlag. Komm mit. Ich habe auch schon daran gedacht, ob es nicht gut wäre, wegzufahren, aber ich denke, ich sollte dann auf jeden Fall allein fahren. Du willst allein weg? Wieso? Weil alles meine Schuld ist. Nur ich bin an unseren Problemen schuld, nicht du. Ich glaube, es war falsch, sie dir anzukreiden. Bitte lass mich für eine Weile wegfahren, um meine Gedanken zu ordnen. Wahrscheinlich werde ich nicht mit dem Verlust unseres Babys und Masons Tod fertig. Ich bin völlig... Das ist der Grund. Und deswegen will ich allein sein. Ich brauche das einfach. Ich bin dein Mann. Ich will dir helfen. Schließ mich bitte nicht aus. Es geht um uns beide. Ach, da seid ihr ja, ihr zwei. Und so weit weg von der Party. Ich bringe euch ein paar frische Drinks. Bitte, würdest du uns allein lassen? Sicher, ich gehe gleich wieder. Hier, eure Drinks. Könnt ihr sie mir abnehmen, sonst kippe ich sie mir noch übers Kleid. Bitte. Und jetzt versprecht mir, dass ihr euch gut amüsiert.
Ted sagt, dieses Spezialrezept sei eine umwerfende Mischung. Stoßt auf Mason an, bitte. Hört ihr? Cruz, der Kleine schläft tief und fest. Weißt du was? Er schläft so wie du als Kind. Flach auf dem Rücken und ein süßes Lächeln auf dem Gesicht. Du hast wirklich ein hübsches Baby. Ja, ich weiß, Mama. Junge, was ist das für ein Problem, das du und Eden hast? Sie scheint den Kleinen als eine Art Bedrohung für sich zu empfinden. Und sie kann nicht akzeptieren, dass er existiert. Und warum fühlt sie sich durch ihn bedroht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sie denkt vielleicht, dass er sich irgendwie zwischen uns drängen wird. Doch ich habe ihr gesagt, dass das lächerlich ist. Naja, Mama, ich find's ganz toll, dass er jetzt bei uns ist. Aber das ändert doch nichts meinen Gefühlen Eden gegenüber. Und sie hat Angst davor. Junge, dann rede mit ihr. Sag zu ihr ganz genau das Gleiche wie gerade zu mir. Das habe ich schon getan. Ich bin sicher, dass Eden nicht erwartet, dass du dein Kind ihretwegen aus deinem Leben ausschließt. Das tut sie nicht. Denn wie könnte sie gegen eines der stärksten Gefühle, das es überhaupt gibt, ankämpfen, das Vatergefühl? Das kann keiner von dir verlangen. Du musst es ihr nur richtig erklären. Dann wird sie es auch verstehen. Zusammen können wir ihn rächen. Ich kenne das Zeichen für rächen nicht. Rächen, wir können Masons Tod rächen. Sie und ich, wir schaffen es. Sarah, ich bitte Sie. Ich weiß genau, dass die Person, die Mark getötet hat, ihr aus dem Kloster stammt, das weiß ich. Schwester Sarah, wenn Sie eine Ahnung haben, wer es ist, dann sagen Sie es mir. Bitte. Ich will, dass diese Person bestraft wird. Ich kann sie nicht verstehen. Das ist viel zu schnell. Ich kann die Zeichen nicht verstehen. Sie sind viel zu schnell. Man will sie töten? Ja, wie ist das? So ist es besser, danke. Oder hast du was gegen Frauen, die sich deine Jacke ausleihen? Nein, natürlich nicht. Ich habe sie dir gern gegeben. Das ist fast so, als würde ich meinen Arm um dich legen. Aber auch nur fast so. Fühlt sich warm an. Das hoffe ich. Du hast keine Ahnung, wie nah ich mich dir gerade fühle. Du bist ganz nah bei mir. Weißt du, es ist, als ob wir uns schon immer gekannt hätten. Ja, irgendwie geht es mir auch so. Gut. Magst du eigentlich meinen Bruder Michael? Ich finde ihn sehr nett. Wir können ihn gern wieder treffen. Toll. Ich finde es schön, wenn ihr zwei euch gut versteht. Und dass du mit zu ihm gekommen bist. Und bist du auch froh, dass du mit hierher gekommen bist? Ja, ja, das war ein faires Geschäft, denke ich. So sehe ich das auch. Ich finde das Rauschen der Wellen so schön. Kannst du es hören? Wenn du genau hinhörst, sagt es dir, dass ich dich festhalten möchte. Ich will dich nie mehr loslassen. Ach, Scott, ich weiß nicht. Sieh mich an. Ich werde dich nicht drängen. Komm mit. Weißt du was, Ted hat recht. Diese Party hat wirklich eine ganz besondere Art von Zauber. Genauso wie du. Du solltest dir endlich eingestehen, dass du und ich noch zusammengehören. Und du weißt, dass du zu mir zurückkommen willst. Weiß ich das tatsächlich? Ja, das tust du. Doch du gibst es nicht zu. Verdammt, ich brauche dich so sehr. Ich bringe überhaupt nichts zustande ohne dich. Und so war das schon immer. Ich amüsiere mich großartig heute Abend. Sehr gut, ich mich auch. Ich finde, der ganze Tag war wundervoll. Ja, das stimmt. Nur die Umzugskisten waren doch etwas schwer. Was ist denn los? Nichts, ich hab nur... Keine Ahnung, ich denke über Mason nach.
Ich erinnere mich an zu viel und ich habe zu viel getrunken. Ich möchte lieber allein sein. Jeffrey, was soll denn das? Lass mich zufrieden. Ich möchte nicht, dass du jetzt bei mir bleibst. Nein, ich kann dich nicht. Hör gut zu, ich bin erwachsen und ich werde mir schon nichts antun. Du sollst mich... Was du redest, wenn du dich von mir scheiden lassen möchtest, weil du meinst, dass wir uns trennen müssen, dann sag es mir gleich. Was? Nein, wovon redest du denn überhaupt? Oder willst du das? Nein, und das weißt du. Aber wir scheinen inzwischen nur noch aneinander vorbeizureden. Jeffrey, hab mit mir noch etwas mehr Geduld. In Ordnung, gib mir Zeit, mich zu fangen. Zeit, um allein zu sein? Ja, doch nur für kurze Zeit. Also gut, wie du willst. Willst du noch was? Wiedersehen. Ich habe immer wieder gesagt, ja.